1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Yo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch zu einer neuen Live-Woche hier bei uns bei Domian. Ja, wir haben heute die Nacht von Dienstag auf Mittwoch und das heißt, wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ran ans Telefon 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Bianca und ist 26 Jahre alt. Hallo Bianca. Hallöchen, Domian. Ja. Was hast du gesagt? Domian? Nein, Domian. Domian. Na, dann wäre das Gespräch auch gleich zu Ende gewesen. Bianca, um was geht's? Ja, also es ist so, dass ich momentan, ist eigentlich schon etwas länger in mir schlummert und ich am Überlegen bin, ob ich mal was mit einer Frau anfangen soll. Oh. Bist du in einer Beziehung im Moment? Nein, ich bin Single. Dann bin ich ja schon mal froh. Haben wir schon mal ein Problem weniger. Ja, ich bin im Moment, glaube ich, so ein bisschen in meiner Ausprobierphase. Ja, ist auch okay. Wie lange geht das schon so im Kopf umher? Ja, eigentlich schon etwas länger. Also ich habe halt mit meiner besten Freundin auch oft darüber geredet, ja, wie es halt vielleicht wäre, irgendwie eine Frau zu küssen oder so. Ja. Und hatte zwar auch schon Beziehungen mit Männern gehabt, aber das hat alles irgendwie nie so richtig geklappt, ich weiß auch nicht, aber auf jeden Fall. Also da gehe ich von aus, war ich jetzt von ausgegangen, dass du mit Männern schon Kontakt hattest, ist so. Ja, doch hatte ich. Mhm. Du sagst eine ganze lange Zeit schon. Denkst ja, du, das was, ist halt so, wie 5 Jahre oder wie lange? Also ich hatte schon mal eine 5-jährige Beziehung mit einem Mann. Nee, ich meine, wie lange du darüber nachdenkst, dass du mit einer Frau vielleicht eventuell auch mal ins Bett gehen könntest? Das eigentlich jetzt so, sag ich mal, seit 1,5 Jahren. Ja. Mhm. Du hast mit der besten Freundin. Nicht ins Bett gehen? Wie? Also nicht ins Bett gehen oder so? Nein. Sondern? Einfach mal zu gucken, wie es ist, eine Frau zu küssen, zu berühren. Sowas einfach. Ach so, ihr Mädels seid immer so ganz vorsichtig. Ja, wenn wir Jungs das sagen würden, dann müsste es dann auch bald knallhaft zur Sache gehen. Ihr wollt erstmal euch berühren. Ja, genau. Und vielleicht mal ein bisschen knutschen. Ja, sowas. Und dann guckt man weiter, ob da was abgeht in einem. Und dann könnte man ja vielleicht auch noch einen Schritt weiter gehen, oder? Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt so vorstellen könnte. Also von daher, ich bin, was das betrifft, noch gar nicht so erfahren. Ja. Also wir halten mal fest, du hast mit deiner besten Freundin schon darüber gesprochen. Ja. Aber du hast mit deiner besten Freundin noch nicht geküsst. Das war auch so eine Sache. Wir haben Silvester. Einfach mal so aus Gag haben wir uns geküsst. Ja. Aber ich habe danach zu ihr gesagt, das ist irgendwie scheiße, weil wir sind schon seit 10 Jahren irgendwie die besten Freunde. Ja, du musst dir jemand Neues aussuchen. Genau, es muss auf jeden Fall eine fremde Person sein. Ja, also ich würde sagen, was spricht dagegen, Bianca, einfach mal ein bisschen auf die Pirsch zu gehen? Es gibt viele nette Mädels. Ja, ich habe ja auch schon eine kennengelernt. Ach, erzähl. Wie es der Zufall so wollte. Ja, erzähl, wo, wie? Ja, also nachdem wir halt immer schon öfters darüber geredet haben und so, war ich vor kurzem, also es war Karneval, war ich auf einer Party. Mhm. Und dann kam ein Mädchen auf mich zu, mhm, und fragte erstmal so, sagte mir irgendwie, dass ich mich super toll bewegen würde und dass sie halt gerne mal mit mir tanzen möchte. Mhm. Habe ich dann auch getan. Und auf jeden Fall, irgendwann guckte sie mir so in die Augen und sagte, oh, ich würde dich jetzt am liebsten küssen. Ja, was konnte dir Besseres passieren? Ich hoffe, du hast mitgemacht. Nee, es ging in dem Moment nicht. Ich habe ihm gesagt, nee, hier nicht. Also Bianca, wenn du mit diesen Gedanken rumläufst, du musst es auch irgendwann mal machen. Gar keine Frage. Ja, ne? Du musst dich mal drauf einlassen. Ich meine, probier es aus und wenn du merkst, es ist nichts für dich, dann ist es eben nichts für dich. Und du hast aber die Erfahrung gemacht. Ja, ich habe ja jetzt dann auch schon. Also nachdem ich dann bei euch angerufen habe, ja, letztens, ach, du hast hier schon mal auch angerufen. Jetzt am Samstag war ich mit ihr auf einer Party gewesen. Aha. Ja, und sie hat mich dann einfach spontan geküsst und es war super, super geil gewesen. Das war aber nicht die aus dem Karneval. Doch. Doch, das war die aus dem Karneval. Ja, klar. Ach so. Ja, also es läuft doch alles in besten Bahnen. Ich würde sagen, weiter ausprobieren. Ich habe aber Angst jetzt, dass mehr kommen könnte. Ich weiß auch nicht, das ist total komisch. Nee, lass es mal auf dich zukommen und lass dir mal freien Lauf. Und vielleicht entsteht ja auch ein Interesse über das Küssen hinaus, noch ein bisschen näher an ein Mädel ranzugehen.
Und dann bist du halt eine bisexuelle Frau, na und? Sind so viele. Ja, aber es ist noch ein kleines Problem. Na? Das Problem ist, sie ist erst 17. Naja. Ja, das ist so. Die wird ja auch 18. Sieht aber nicht so, also ich hätte eigentlich so mit 19, 20 gerechnet. Ja. Na gut, warten wir noch ein bisschen, ist 18 und dann geht's rund. So, Bianca, ich finde, du bist auf dem richtigen Wege. Ja. Versuche es, probier es aus. Das ist völlig in Ordnung. Das ist auch völlig normal, finde ich. Meinst du? Ja, na, was für eine Frage. Na, was für eine Frage. Und man muss sich ja auch nicht sklavisch einordnen. Ich bin heterosexuell, ich bin homosexuell, ich bin lesbisch. Es ist doch okay, wenn viele Menschen von allem ein bisschen was haben. Und dann lebt man halt so den kleinen Teil vielleicht auch aus. Also, man muss sich ja nicht immer in ein Kästchen reinsetzen. Stimmt, eigentlich hast du da auch recht. Ja. Also ich wünsche viel Spaß und toi, toi, toi. Ja, danke. Tschüss, Bianca. Ciao. Ihr Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, plaudern wollt, diskutieren wollt, was auch immer, meldet euch oder mailt unter domian@wdr.de. Der nächste Anrufer ist Helmut und Helmut ist 52 Jahre alt. Hallo Helmut. Ja, hallo. Ja, du bist ja ganz nah. Klingt so, als würdest du nebenan sitzen. Ja, ich sitze hier vor dem Fernseher und ich bin ja irgendwie überhaupt... Ich kann es gar nicht glauben, dass ich da drauf bin. Und von auch wo ein bisschen aufgeregt. Von wo rufst du an? Von wo rufst du an? Aus Berlin. Aus Berlin? Jawohl. Gute Leitung. Naja. Um was geht's denn, Helmut? Na gut, es kommt, worum geht's? Es geht eigentlich um, gestern Abend habe ich die Wiederholung von Samstag gesehen. Mit Nadel. Mit Nadja. Ja. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich es mir erlauben darf, aber ich bin total enttäuscht. Ach. Ich habe irgendwie über Jahre den Jürgen verfolgt und gesehen und bin einfach nur fasziniert von deiner Sendung und von deinem, ja, wie soll ich sagen, von deiner Argumentation, wie du mit Menschen umgehen kannst. Aber warum musst du dich mit einer Nadel 45 Minuten beschäftigen? Das ist nicht interessant. Ich habe auch vorhin schon deine Kollegen gefragt, ob das, oder das ist eigentlich das Einzige, was mich jetzt noch, oder was mich interessiert. Mhm. Ist das eine Sache, wo du mit verantwortlich sagen kannst, das möchte ich, oder wird dir das von 1Live, Redaktion oder wie auch immer? Das ist hier wie in alten Zeiten. Wir sind hier Sklaven. Na komm. Da ist der Chef und der sagt, du unterhältst dich jetzt mit dem und da muss man dann durch. Nee, das glaubst du nicht. Nein, das ist natürlich nicht so. Natürlich sind das auch meine Wunschgäste, die zu mir in die Sendung kommen. Und ich will dir ganz ehrlich sagen, dass ich die Geschichte, die Biografie und auch das Schicksal, was hinter dieser Person Nadel oder Nadja, Nadel ist ja ein bisschen blöder Ausdruck, mich sehr berührt und ich auch sehr interessant finde. Und ich würde mich auch mit ihr ganz normal natürlich auch hier am Telefon unterhalten, wenn sie mich angerufen hätte und wenn sie nicht eine prominente Frau wäre. Gut, das hätte wunderbar zu dir gepasst, ja, das ist richtig. Aber man kann sich ja, ich meine, was meinst du, wie scharf ich oft darauf bin, euch persönlich, mit denen ich hier am Telefon sitze, zu sehen? Was ich darum gäbe, wenn du jetzt hier sitzen würdest und wir würden uns unterhalten. Und da ergibt sich das dann eben bei diesen Promi-Sendungen. Und ich habe meine Meinung wirklich über diese Frau sehr verändert. Ich dachte früher auch immer, ach, das ist ja irgendwie so ein Trash und Boulevard. Ich habe wirklich Respekt vor der Frau. Gut, ich muss gestehen, dass ich das Buch nicht gelesen habe. Mhm. Ich hatte bloß, wie gesagt, ich habe gestern Abend die Wiederholung gesehen und ich hatte wirklich das Gefühl, dass erstens, ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwelche bolschen Ausdrücke benutze, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass die Frau dir in vielen Diskussionen überhaupt nicht folgen konnte. Und auch bei Antworten oder Fragen, die von Telefonanrufern gestellt wurden, hat sie fast nicht einmal vernünftig geantwortet. Ja. Und, oder diese Geschichte mit dem Kochen, das war einfach nur peinlich. Und also, da hättest du normalerweise in deiner Sendung, wenn du irgendwelche anderen Leute mit irgendwelchen Problemen, und egal welche Probleme, ob das jetzt ganz tolle, ernsthafte Krankheitsprobleme oder Persönlichkeitsprobleme oder sonst noch immer, hättest du den Leuten irgendwie einen Rat und einen Tipp und zu der Situation gehen. Aber gestern hatte ich das Gefühl, man hat dich... Tja, gezwungen oder wie auch nein, immer. Nein, du sahst so aus, als wenn du nicht mehr der Jürgen gewesen wärst. Nein, weißt du, man muss einfach unterscheiden, das ist natürlich eine andere Form von Sendung als diese hier. Das ist eine Talkshow, wo man sich mit einem prominenten Menschen unterhält. Diese Sendung hier ist auch eine Talkshow, wo es auch oftmals einfach auch um Hilfestellung und um Rat geht. Das ist halt am Samstag eher nicht der Fall. Und ich will dir sagen, diese Sachen, die sie da nochmal erzählt hat, wie sie über all die Jahre von Dieter Bohlen behandelt wurde,
Das habe ich in Ihrem Buch gelesen zur Vorbereitung und Sie hat es dann ja gestern oder am Samstag auch nochmal live erzählt. Das hat mich schon sehr erschüttert, muss ich sagen. Und ich muss im Nachhinein auch respektieren oder ihr hoch anrechnen, dass sie das geschafft hat, aus diesem Gefängnis herauszukommen. Das, was sie hinter sich hat, das habe ich ja hier schon ganz oft gehört, auch in dieser Sendung, dass Frauen mir das erzählt haben, dass sie über Jahre oder Jahrzehnte von Männern in so einer, ich sag's jetzt mal, in so einer Gefangenschaft gehalten worden sind. Und sie ist nun mal eben ein prominentes Beispiel dafür. Ja, das stimmt. In der Anlehnung ist das, der Vergleich ist wohl richtig. Da gab es bei dir in der Sendung sehr viel gleiche Vergleiche. Ich war nur entsetzt. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, und das war eigentlich auch nur meine Frage, und da hätte mir auch schon fast gereicht, wenn mir das die Redaktion beantwortet, ob das auch sein eigener Wille war. Ich hatte wirklich das Gefühl, als wenn man dir die da hingesetzt hätte und so, jetzt sehen wir zu, dass du mit der 45 Minuten fertig bist. Nein, das ist nicht der Fall. Das würde ich nicht machen. Also da sitzen nur Leute, mit denen ich mich auch gerne unterhalten möchte. So, das ist ganz, ganz definitiv so. Fantastisch. Wäre ja noch schöner. Diese Woche, diesen Samstag übrigens, kommt Anke Engelke. Kennst du die? Fantastisch. Ja, da bin ich auf jeden Fall reinziehen. Wird die am Montag wiederholt? Wird auch Montag wiederholt. Fantastisch. Ja. Aber Samstags haben sie es bei mir immer ziemlich schwierig. Weißt du, es ist natürlich auch mal eine Frage, ob man jemanden mag oder ob man den nicht mag. Ich mag auch viele Prominenten nicht und zapp weg, wenn die bei Kahner sind oder bei Beckmann oder bei Maischberger und denke, das ist nicht so mein Fall. Genau, da ist das genau das Problem. Ich kritisiere auch zum Beispiel Thomas Kerner, meine ich, wenn der einen Holzer als Schiedsrichter, der 24 Stunden und später hinholt und gibt dem ein Forum, was er einfach nicht verdient hat. Und ich glaube auch, dass Nadja dieses Forum, ich sag's mal ganz vorsichtig, nicht unbedingt verdient hat. Ja. Sie ist natürlich 12 Jahre von diesen Menschen irgendwie behandelt worden ist. Aber sie ist nicht so, dass sie selber absolut nicht in der Lage gewesen wäre, hätte sich zu wehren oder so. Also sie hat auch, das hat sie ja zum Schluss ein Stück weit zugegeben, ihre Prominenz, die sie dadurch erreicht hat, hat sie auch ein Stück weit genossen. Jetzt unterhalten wir uns schon drüber. Ja. Auf jeden Fall können wir festhalten, dass wir uns beide auf die nächste Sendung freuen, nämlich mit Anke Engelke. Fantastisch. Anke Engelke ist eine tolle Frau. Wird mit Sicherheit völlig anders laufen. Ganz tolle Frau, hochintelligente Frau, und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch mit dir. Fantastisch. So, mein Lieber, jetzt sage ich schöne Grüße in meine Lieblingsstadt neben Köln nach Berlin. Und danke für deinen Anruf. Mach weiter so. Lieber Helmut. Okay. Tschüss. Schönen Abend. Ciao. Ja, tschüss. Hier ist Sebastian und Sebastian ist 25 Jahre alt. Hallo Sebastian. Ja, hallo Domian. Ja. Erstmal möchte ich sagen, dass du eine richtig gute Sendung hast. Das ist nett. Die in letzter Zeit viel verfolgt habe. Ja. Und mein Thema ist Big Brother. Ach du je. Da kann ich überhaupt nicht mitreden. Das gucke ich nie. Nicht? Nee. Ja, früher habe ich das geguckt, so die ersten Staffeln. Mittlerweile bleibe ich da mal ganz kurz beim Zappen hängen, aber wenn man das ja nicht kontinuierlich sieht, kommt man da nicht mit. Ich kenne die ganzen Charaktere nicht. Und ich weiß nur, dass die jetzt irgendwie so ein irres Ding vorhaben, für immer die Leute einzusperren. Ne? Genau, und das gucke ich gerade. Über Premiere bin ich live dabei. Ach, das läuft gerade schon? Ja, ja, das hat um 0 Uhr angefangen, als die alte Staffel aufgehört hat. Ach so. Sascha hat ja gewonnen. Ja. Mit 52,53%. Siehst du, den kenne ich überhaupt nicht. Den Blonden, der ist von Anfang an, das war der erste Bewohner. Ach, der Blonde, ja, dann weiß ich, wen du meinst, ja. Mhm. Ja. Also du bist denn, ich meine, wir können ja auch drüber reden, ohne dass ich jetzt im Einzelnen weiß, was da abgegangen ist. Wir alle im Prinzip wissen ja, was Big Brother ist und wie das dazu geht. Warum bist du da so ein Fan? Also ich bin absoluter Fan, weil das ganz normale Leute sind, die da reingehen. Und das wahre Gefühle sind einfach. Das ist nicht so wie im Film. Im Film ist meine Meinung ist alles. Meinst du wirklich, dass das wahre Gefühle sind? Ja. Denn die wissen ja alle, dass permanent Kameras auf sie gerichtet sind. Kann man da überhaupt normal sein und authentisch? Ja, kannst du dich ein Jahr lang verstellen? Ja, gute Frage. Vielleicht man kann sich vielleicht einen Tag, zwei Tage, eine Woche verstellen. Aber wenn du ein Jahr lang mit Leuten zusammen bist, mit denen du vielleicht gar nicht klarkommst, die du immer dabei hast. Ich glaube auch, du hast recht, man kann sich nicht verstellen, aber irgendwie ist es dennoch eine künstliche Situation. Ja. Und ich bin halt, also ich habe eigentlich nichts verpasst davon. Das ist auch, also ich bin krankgeschrieben, schon seit längerer Zeit. Warum? Ja gut, das ist ein anderes Thema eigentlich, aber... Also ich habe einen Morbus Crohn, das sagt ihr wahrscheinlich nicht. Doch, eine schwere Darmkrankheit ist das. Genau. dadurch ist eine Anämie entstanden und dadurch nehme ich Cortison ein und ich habe
Osteoporose. Oh je, dann bist du aber wirklich gebeutelt. Ja. Aber wirklich. Mhm. Kann man in deinem sagen. Jungen Alter von 25. Ja, genau. Und dadurch konnte ich das halt immer verfolgen. Ich verfolge das über Premiere. Da hat man ja 24 Stunden, kann man live reingucken. Das heißt, das ist ja auch schon interessant. Das heißt, du bist so sehr krank und bist auch wahrscheinlich, kannst auch nicht viel rausgehen. Ne? Nee. Dann ist das Fernsehen ja auch immer so ein Fernrohr in die Welt. Ja, ne? Eigentlich schon. Und man nimmt dann auch an dem Leben so teil, auch an diesem anderen Leben von den Leuten. Und ich will sagen, das hat mir schon ein Stück weit weitergeholfen. Inwiefern? Genauso wie ich jede Nacht deine Sendung verfolgt habe und die mir weitergeholfen hat. Erklär mal bei Big Brother, wie weit dir das weitergeholfen hat. Ja, zu sehen, wie die Leute da leben. Also ich habe da einen riesen Respekt vor, muss ich sagen, weil wenn ich mir vorstelle, da so eingesperrt zu sein und 24 Stunden von Kameras verfolgt zu werden und trotzdem noch so leben zu können, ist für mich ein... Weißt du, das ist für mich, wenn ich mir das vorstelle, die absolute Foltervorstellung. Ja. Wenn ich in einer Wohnung leben würde, wo ich habe hier jetzt eine Kamera vor mir, wo in jeder Ecke eine Kamera ist und ich würde wahnsinnig. Auf der Toilette alleine. Bitte? Das muss man ja auch mal sagen. Die sind nicht auf der Toilette alleine. Nee. Ja, das ist Wahnsinn ist das doch. Wahnsinn. Ja, auch wenn sie jetzt so nichts auf der Toilette gezeigt haben, aber Kameras waren halt da. Gab es denn eigentlich in dieser letzten Staffel, gab es da auch Sex zu sehen? Ja. Aha. Also alles. Wie weit kann man das sehen? Wie ist es? Ja gut, das wird keiner so zeigen, wie man es zu Hause macht wahrscheinlich. Also ein Porno geht ja nicht ab. Ja, genau. Aber es ist ja auch so, dass da auch zweimal, also eine ist herausgeflogen wegen ihrer Nervenkrankheit und einer ist gegangen, weil er einfach gesagt hat, ich kann das nicht. Ich halte das nicht aus. Ist das bei dir, Sebastian, auch so? Ich meine das jetzt gar nicht verwerflich. Wenn man sagt, Voyeurismus, sagen die Leute immer, das ist was Schlimmes. Ich finde das erstmal überhaupt nicht schlimm. Ist das auch so eine fette Portion Voyeurismusbefriedigung für dich, dass du einfach so an einem anderen Leben teilnimmst und guckst, wie die agieren, wie die reagieren, wie die ihren Alltag halt meistern? Naja, klar, ich denke, das ist ganz normal eigentlich. Mhm. Ich meine, das ist ja in der heutigen Zeit sowieso so, dass die Prominenten, gerade die Prominenten, so verfolgt werden von Kameras und die in sämtlichen Posen da wiedergespiegelt werden. Ja. Und das sind halt einfach normale Leute, die sich darauf einlassen. Jetzt sind die neuen Insassen, die bleiben jetzt immer drin, oder wie? Ja. Das ist ja krass. Also man sagt, solange die Quote stimmt halt. Das ist ja krass. Und das ist halt ein Dorf. Mhm. Also die haben da Arbeit und... Ja, das habe ich in der Zeitung gelesen. Ja, das ist auch. Ja wirklich schon krass. Also ja. Da würde ich mir schon überlegen, was sind das für Menschen, die freiwillig sich in eine solche Situation begeben? Haben die kein wirkliches, reales Leben? Ja, genau. Das ist auch das, was ich auch denke. Und also durch meine Krankheit und wie ich jetzt lebe, ich würde es vielleicht auch machen. Also und dadurch... Ja, aber weil du auch jetzt schon selbst in einer Sondersituation bist. Ja, eigentlich schon. Ne, wenn du ganz normal gesund wieder wärst, dann würdest du es wahrscheinlich nicht machen. Nee, ich habe ja normalerweise Arbeit und da könnte ich das auch gar nicht so verfolgen wie jetzt. Was hast du vorher beruflich gemacht? Da war ich bei einem großen Autokonzern. Beim großen Autokonzern? Ja, bei VW. Bei VW. Was hast du da gemacht? In der Sitzefertigung. In der was? Sitzefertigung. Sitze. Ach, Sitzefertigung. Ja, So, nun bist du sehr schwer erkrankt. Ja. Wie gesagt, 25 Jahre, sehr jung noch. Wie sind denn deine, um nochmal kurz auf dich zu kommen, wie sind denn die Aussichten, dass du wieder ein bisschen auf die Beine kommst? Ja, also ich werde wohl wahrscheinlich einigermaßen wieder am Leben teilhaben können. Aber es wird mich mein Leben lang verfolgen halt. Ja. Wie lange hast du das jetzt schon? Also ein halbes Jahr. Ich bin jetzt ein halbes Jahr nicht mehr arbeiten gewesen. Und das ist für mich auch... Also ich war immer ein Typ, der dem die Arbeit Spaß gemacht hat, der gerne zur Arbeit gegangen ist. Und das ist auch das, was mir fehlt eigentlich. Ja. Also mir könnte man keinen größeren Gefallen tun, als wenn mir mein Arzt sagen würde, du kannst wieder losgehen. Das glaube ich. Eigentlich, das glaube ich wirklich bei der Erkrankung. Ja. Dann wünsche ich dir wirklich von Herzen gute Besserung. Ne? Wirklich rundum wahrsten Sinn des Wortes. Ja, und solange du krank bist, viel Spaß beim Fernsehen gucken. Ja, das ist gut, dankeschön. Sebastian, mach's gut, tschüss. Ist echt gut, dass es dich gibt, tschüss. Dankeschön, sehr nett von dir, tschüss. So. Hier ist Dennis. Dennis ist 18, hallo Dennis. Ja, hallo Domian. Ja, ich grüße dich, um was geht's bei dir? Ich wollte dir sagen, erstmal, ich komme auch aus Berlin. Ach, wie schön, wir haben so viele Berliner Zuschauer, das ist wirklich irre. Ja, ist doch cool, Berlin guckt Domian, so muss das sein.
Ja, sozusagen, wahrsten des Wortes. Dennis, um was geht's denn? Ja, bei mir geht es darum, um die 1200 Kalorien Diät, so taufe ich die. Die was? Die 1200 Kalorien Diät. Die 1200 Kalorien Diät. Ist das genau. Was, muss man das kennen? Müsste ich das kennen? Na, so, ja, also sozusagen ist das wie FDH. Ach so. So eine Art. Also rollen wir mal von vorne auf. Ich gehe davon aus, dass du Übergewicht hattest. Hattest und noch habe, aber wesentlich weniger als vorher. Wie viel wiegst du im Moment? Ich bin jetzt 1,85 und wiege 96 Kilo. Das ist noch stattlich, aber schon okay, ne? Also könnte noch ein bisschen mehr runter. Wie viel hast du vorher gewogen? Über 120 Kilo. 120, das ist natürlich eine ganze Menge. Na, ein bisschen mehr sogar vielleicht. Sagen wir 125. Ja, ja. In etwa. Und ja. Jetzt hast du das auf 1200 Kalorien reduziert, was du am Tag zu dir nimmst. Ja, genau. Also es ist egal was. Also ich kann auch 2 Tafeln Schokolade und dafür gar nichts. Aha. Oder ein Kilo Eintopf und ja, oder 2 Äpfel noch dazu oder weiß ich was. Ist das eine Idee von dir selbst? Ja, kann man sagen. Also du hast gesagt, ich will dünner werden. Ich gestatte mir am Tag 1200 Kalorien. Ja. Und es ist völlig wurscht, ob ich da 2 Magnum-Eis esse oder eben 4 Steaks oder wie du gerade sagst, mehrere Teller Suppe. Ja, zum Beispiel heute war ich mit meiner Schwester einkaufen gewesen. Ja. Und da habe ich sie gefragt, na, wollen wir ein Stück Pizza essen oder so? Mhm. Und du kennst ja Pizza Hut oder Pizza Hut. Also ich finde Pizza Hut schöner als Pizza Hut. Ja. Jetzt mal, um es öffentlich zu sagen, weil ich habe mich von darüber gestritten, aber egal. Ja, und da hast du Pizza eine Viertelstück Pizza und dann habe ich meine, naja, so 350 Kalorien da zu mir genommen. Weißt du, dass ich überhaupt nicht wüsste, wie viel in so einem Viertelstück Pizza drin ist, wie viel Kalorien, woher weißt du das? Weiß ja, man das? Ja, das habe ich deinem Redakteur auch schon gesagt, wäre eine gute Internetseite, kann ich nur allen empfehlen. www.fettrechner.de Fettrechner.de? Genau. Und da kann man genau ausrechnen, wie viel immer... Da sind sogar die Waren. Also man könnte zum Beispiel auch McDonald's eingeben und dann werden alle Produkte von McDonald's aufgelistet, die sie haben. Und dann kannst du entweder pro Portion oder pro Gramm eingeben, wie viel dazu nimmst. Ist das nicht auch ein irrer Stress, wenn man da ständig umrechnen muss, dass das so und so darf ich jetzt und ja, es geht nicht anders dann, ne? Also ich denke, das ist gar nicht, damit fängt man an zu leben. Also ich denke, man schlägt um, man rechnet nicht jetzt auf das Kalorien genau. Immerhin. Sondern ich rechne mal ein bisschen mehr. Also wenn ich zum Beispiel eine Stulle oder so esse, dann rechne ich dann entweder 200 oder 300 Kalorien, kommt drauf an, was ich darauf mache halt. Immerhin hast du einiges geschafft, von 125 auf 96 Kilo runter. Das ist ja schon eine ganze Menge. Von November. Genau, das wollte ich gerade fragen. Von November. Ja, das ist, glaube ich, November. Recht gut, ne? Ja. Ich habe nie Gewichtsprobleme gehabt, deswegen kenne ich mich da nicht so aus, aber ich glaube, das ist schon ziemlich gut, ne? Ja, ich hoffe. Also zumindest kann ich jetzt die Hosen, die ich anhabe, mit geschlossenem Gürtel ausziehen. Wie weit soll es noch runtergehen? Also, ja, naja, Traumgewicht wäre natürlich 77 oder 79 Kilo. Ja, ist ja noch zu schaffen. Ja, also das wäre... Du musst das natürlich auch kombinieren mit ein bisschen Sport und so, ne? Ja, ja, ich fange, also am Samstag habe ich mein erstes Fußballspiel. Ja. Ich bin Schiedsrichter. Also wird man als Schiedsrichter dünn? Man läuft ja auch viel rum, ne? Ja. Ja. Klar, aber momentan werden in Berlin hier alle Spiele am Wochenende abgesagt, wegen dem Witterungsverhältnis, was mich natürlich etwas andererseits ein bisschen ärgert. Hör mal, jetzt muss ich mal fragen, ich bin nur kein Fußballfreak. Schiedsrichter so also Amateurschiedsrichter, ne? Ja, man fängt unten an. Man fängt unten an. Hat dich das nicht ein bisschen weggebremst, dieses ganze Theater um Holzer? Dass du dachtest, oh, da gehe ich jetzt gar nicht rein, weil man da unter so einer extremen Beobachtung steht? Ich darf das ja nicht sagen. Also das hat mir dein Redakteur gesagt, dass ich hier schon mal angerufen habe. Nee, das darfst du auch nicht sagen. Genau, Thema. Das soll ich jetzt darauf sagen? Du sprichst mich jetzt darauf an, weißt du? Ja, nee, ich wollte nur fragen, ob du nicht eine gewisse Hemmschwelle hattest, das zu machen. Als ich meine Ausbildung angefangen habe zum Schiedsrichter, da wusste ich, da war zwei, drei Wochen vor diesem Skandal, als es rauskam. Jetzt verstehe ich zwar überhaupt nicht, warum du irgendwas nicht hier sagen solltest, aber ist auch völlig wurscht jetzt. Wir kommen nochmal zurück auf deine Diät. Hast du denn schon vorher andere Diäten auch unternommen? Ja, natürlich einfach weniger essen oder einfach, also nicht so wirklich kontrolliert. Also
nicht ernsthaft. Und wie lange schleppst du dich schon mit den Funden rum? Also, du bist ja erst 18. Oh Gott, also Übergewicht hat angefangen mit 6-7 Jahren, aber das lag daran, weil meine Eltern haben nicht, oder beziehungsweise mein Vater hat nicht so drauf geachtet, als ich klein war. Da hatte ich manchmal 6 Eis am Tag und so. Ja. Und weil ich war früher als kleines Kind eigentlich recht dünn gewesen. Aber jetzt bist du ja ein großes Kind mit 1,85, ne? Also ein stattlicher Kerl. Ja. Und ich würde sagen, wenn du schlank bist, rufst du einfach nochmal an. Ne? Ja, und was ich jedem sagen wollte, das ist eigentlich gar kein Problem. Man kann nämlich damit leben, weil man kann auch mal was essen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja. Und bis jetzt habe ich es so lange geschafft und werde es noch weiter schaffen. Das hoffe ich. Und dann irgendwann, hier ist Dennis, 18 Jahre. Ich gerne nochmal an, wenn ich genau. es geschafft habe. Da ist, hier ist Dennis, 18 Jahre, aus Berlin. Ich habe es geschafft, ich bin jetzt auf einem Gewicht von 75 Kilo. Und dann wirst du bejubelt von mir. Ja, 79 wäre auch okay. So, weil ich bin 1,85, da reicht 6 Kilo Untergröße, da reicht das auf jeden Fall. So, mein Lieber, dann weiterhin toll, toll, toll beim Abnehmen. Und einen guten Start in die Karriere als Schiedsrichter. Ja, und ich wollte sagen, ich finde deine Sendung eigentlich richtig gut, also niveauvoll im Gegensatz zu den ganzen anderen Talkshows, die da laufen auf Sat.1 oder RTL oder sonst was. Mhm. Weil bei dir ruft man an, wenn man was sagen will und nicht die bieten ein Thema an, wo man irgendeine Story erfüllen muss. Ich danke dir sehr herzlich für das Kompliment. Also es ist wirklich eine niveauvolle Sendung. Dankeschön, Dennis. Okay, nur dumm. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft jetzt an oder meldet mir unter domian@wdr.de. Mein Gast diese Woche Samstag ist Anke Engelke. Um 11:30 am Samstagabend im WDR Fernsehen. Und wenn ihr gerne euch beteiligen wollt an der Sendung, wenn ihr live in die Sendung hineingeschaltet werden wollt, per Telefon und mit der Anke euch unterhalten möchtet, dann könnt ihr euch ab heute schon anmelden unter domian@wdr.de. Nicht vergessen, dann auch eure Telefonnummer drauf zu schreiben, domian@wdr.de. Hier ist Paco und Paco ist 21 Jahre alt. Hallo Paco. Ja, schönen Morgen. Ja, guten Morgen. Und was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, ich habe Angst um meinen Bruder. Und zwar ist das so, mein Bruder ist drogenabhängig, alkoholisch, also auch ziemlich, angeschlagen. Was für Drogen nimmt er? Eigentlich hat er alles, was man sich so vorstellen kann. Er kifft, er hat sich mal durch Zeug durch die Nase gezogen. Eine Zeit lang war es auch nur Spritzen und... Also komplett eigentlich alles. Also was man sich so vorstellen kann. Ja. So, und aktuell auch, also was ist denn aktuell das Schwierigste? Weißt du nicht genau, Heroin oder Kokain mehr, weißt du nicht? Also selber sagt mir das ja nicht. Also ich will auch nie weiter drauf eingehen bei ihm. Und zwar ist es eigentlich so, dass ich ja ins Heim gekommen bin mit 14 und dass ich in dieser Zeit... viel mitgekriegt hat, dass er Probleme hat und habe versucht, immer ihn auszuhelfen. Wo war denn wenn du im Heim warst mit 14, wo war dein Bruder? War der auch mit im Heim? Der war dann zu Hause. Und meine Mutter ist Alkoholikerin und die hat, glaube ich, auch schon ein bisschen was mit dazu tun, also mit beigetragen, dass er auch ziemlich viel Alkohol trinkt. Und du hattest immer noch Kontakt dann mit deiner Familie? Als genau, ein Jahr warst. Lang ungefähr. Und in dieser Zeit habe ich ihn immer versucht zu helfen, indem ich mitgekriegt habe, er hat Schulden, bei wo er immer seine Drogen gekauft hat. Und da habe ich ihm dann immer Geld gegeben und gesagt, hier, bezahl deine Schulden, damit du keinen Ärger hast. Ist er jünger als du? Er ist ein Jahr jünger wie ich. Ein Jahr jünger, du bist 21. Mhm. Genau, und da habe ich ihm immer Geld gegeben, damit er die Schulden bezahlt. Und und jedes Mal hat er mich dadurch enttäuscht. Und dann wurde mir der Kontakt verboten vom Jugendamt aus. Stopp mal, lass mich mal fragen, wie hast du damals als 14-, 15-Jähriger, woher hattest du Geld, das du ihm geben konntest, um die Schulden zu bezahlen? Ja, das war ja, da war ich in der Zeit im Heim und da hatte ich regelmäßig Taschengeld, hatte ich da bekommen. Ich hatte dort die Möglichkeit, in dem Heim auch Dienste zu machen, Hausarbeiten. Ach so, das hast du dir so peu à peu verdient, das Geld. Genau, Gemeinschaftsarbeiten fürs Haus und so, da habe ich mir Geld verdient. Und das Geld habe ich ihm damals immer gegeben und wollte gerne, damit das er wirklich schafft, da rauszukommen. Ja. Und dann hat er mich immer enttäuscht. Und dann wurde mir der Kontakt untersagt, dass ich das aufgrund, dass ich meiner Entwicklung Schaden also zunehmen würde, dass ich auch da rein gelangen könnte und so. Und habe eine Zeit lang nichts gehört. Und seit wann hast du wieder Kontakt mit ihm?
Ja, jetzt vor kurzem, erst seit, ich würde sagen, seit 2 Wochen. Ach so, seit 2 Wochen, und das heißt also fast 7 Jahre kein Kontakt, oder 6 Jahre? Ja, also wir hatten fast 5 Jahre keinen Kontakt. Genau. Oder so. Mhm. Ja, und wie kam der Kontakt zustande? Hat er sich bei dir gemeldet, oder? Ja, nee, in der Lehre habe ich einen Kollegen gehabt, der hatte regelmäßig Kontakt Richtung Hamburg, und der kannte auch meinen Bruder. Zufall also. Er hat mir dann halt erst erzählt, dass der auch Schulden hat und dass er richtig vertieft ist und so. So, durch Zufall also nach so vielen Jahren wiedererkannt, wiederentdeckt und wieder in Kontakt gekommen. Seit zwei Wochen. Wie oft habt ihr euch jetzt gesehen? Einmal erst? Bis jetzt einmal, und da ist er hier plötzlich bei mir vor der Haustür erschienen. Ja. Und ich war ziemlich erschrocken, ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Weil ich hatte ziemlich viel Angst auch, weil dass ich wieder enttäuscht werde, unter anderem. Mhm. In dem Sinne, dass er nur gekommen ist, wieder Geld von mir zu verlangen. War das so? Bitte? War das so? Nein, das war nämlich komplett anders denn diesmal. Mhm. Denn meine Freundin und ich haben uns ausführlich mit ihm unterhalten. Mhm. Und sie hat wirklich gemerkt, dass er sich wirklich verändert hat, dass er in dieser Zeit, wie wir keinen Kontakt hatten, wirklich Entzugskliniken durch hat, und dass er das auch noch durchgehend jetzt macht. Aber? Er ist seit 3 Jahren nicht mehr drogenabhängig, aber hat noch jede Woche ein Gespräch beim Drogenpsychologen. Okay, aber du hast doch gerade am Anfang zu mir gesagt, dass dein Bruder Drogenprobleme hat. Genau, und das denke ich noch. Also ich persönlich denke das noch, dass er Probleme hat mit Drogen. Das heißt, dass er einfach nur erzählt hat, dass er keine Probleme mehr hat. Ja, aber jetzt gebt mir mal eine Chance. Also ich meine, ihr habt euch so lange nicht gesehen. Jetzt ist er zum ersten Mal aufgetaucht, und er hat die Geschichte so erzählt, dass er Therapien gemacht hat, Entzug gemacht hat, und eigentlich macht er einen guten Eindruck, findest du? Also, ja, einen ganz anderen Eindruck. Einen ganz anderen Eindruck. Völlig ungewohnt. Ja gut, aber was heißt gewohnt? Mein Gott, wie lange ist das her? Da wart ihr noch Jugendliche, und da ist ja so viel Zeit. Was macht er denn? Macht er beruflich irgendetwas? Ja, und zwar ist das so, dass er jetzt durch so eine Gruppe, so eine Art JAV ist das, da hat er denn vormittags Schule und nachmittags so eine Arbeitsstelle. Ja. Was ist JAW? Jugendaufbauwerk oder wie nennt man das auch, BVJ oder sowas. Aber das hört sich doch gut an. Das heißt, er ist ja doch in guten Händen und er macht auch was. Würde ich mir aber jetzt erstmal, Paco, nicht so den Kopf machen und nicht durch zu viel Misstrauen vielleicht das zarte Pflänzchen, was da wieder an Kontakt jetzt wächst zwischen euch beiden, kaputt machen. Lass ihn mal einfach ein bisschen kommen und in Ruhe, und beschnuppert euch weiter und guckt dir die Sache an. Ja, meine Freundin sagte ja auch schon, also man merkt richtig, dass er sich verändert hat. Na, also. Sie hat auch gesagt, dass der hat hier vor uns auch geweint und sowas, ich gar nicht von ihm kannte. Ja. Denn er war immer derjenige, der immer allen zeigen musste, er war der Stärkere. Ja. Er muss niemandem zeigen, dass er sich unterzukriegen hat. Aber er freut sich jetzt auch, dass er wieder Kontakt zu dir hat. Ja, er kam ganz anders an. Er sagte auch, ich will nur, dass du mir ein Ohr leihst, dass du einfach nur mir zuhörst. Wie viel Kilometer? Einfach nur, dass wir uns vielleicht einmal im Monat sehen. Das ist doch wunderbar. Und genauso macht ihr das jetzt auch erstmal. Genauso macht ihr es. Wie viel Kilometer? Aber ich habe Angst, dass er mich wieder enttäuscht. Ja, nur langsam. Ja, okay, kann ich auch verstehen. Aber lass die Angst mal nicht so raus und zeig sie ihm auch nicht zu sehr. Dann verunsicherst du ihn ja völlig. Nun gib ihm doch mal eine Chance auch. Und gib ihm auch eine Chance, das zu beweisen, dass das alles wahr ist, was er da sagt. Du hast ja noch gar keinen Grund, um misstrauisch zu sein. Ne? Es gibt keinen Hinweis. Ja, wir sind jetzt aber auch so verblieben. Stopp, halt, das war eine Frage. Es gibt keinen Hinweis, dass du misstrauisch bist, ne? Eigentlich nicht. Nee, siehst du. So. Wie viele Kilometer wohnt ihr auseinander? Also 60 Kilometer. Ist ja nicht weit. Nee. So, jetzt baust du mal schön so ganz allmählich in Kontakt auf, dass ihr euch regelmäßig seht. Ja. Und dann beobachtest du mal die Sache. Vielleicht ist es ja wirklich gut und ihr habt euch endlich wieder, und da beginnt ein neuer Abschnitt auch zwischen eurer Beziehung. Ist doch toll. Ja, das ist auch schon. Wir haben uns auch jetzt so vereinbart, dass er wollte gern einmal im Monat hierher kommen, mhm, und einfach nur, dass wir mal reden, dass er, so selbst kam das von ihm rüber, ja, dass er einfach nur, dass ich ihm mein Ohr leihe, dass ich ihm einfach nur mal zuhöre, wie es ihm geht. Und genauso wird es laufen. Wenn es Probleme gibt, meldest du dich nochmal, okay? Ja. Gut. Ne? Und nicht zu ängstlich daran gehen. Sei froh. Ein bisschen Angst ist dann natürlich schon. Natürlich, aber es hört sich ja schon ganz gut an, was du erzählt hast von ihm. Ja, nur hoffentlich, dass er mich nicht enttäuscht. Nein, du sollst ihm mal ein bisschen eine Chance lassen, Mensch. Ja, ich wurde schon sehr oft enttäuscht, deswegen. Ja, glaube ich. Aber nicht auch nur von ihm, auch von anderen Menschen so gesehen. Und da bin ich dann so ein bisschen misstrauisch. Verstehe. Aber zu viel Misstrauen macht das Leben kaputt.
Ne? Jetzt gehen wir mal mit ein bisschen Hoffnung ran. Und wenn es nochmal dramatisch irgendwie was gibt, melden Sie sich bei uns am besten über Mail und dann reden wir nochmal. Ja. Okay? Gut, dann danke ich erstmal. Alles Gute. Und ja, ich habe noch eine kurze Frage. Bitte. Ich noch. Am Anfang, wenn du die Sendung anzeigst, da fährst du in so einem Taxi. Ja. Kann das sein? Ja. Ist das ein Chevrolet? Das ist eine gute Frage. Das ist ein altes Taxi aus New York. Was für ja, eine genau, Marke? Das sah mir aus wie so eine Chevrolet. Was für eine Marke das genau ist, weiß ich gar nicht. Das haben wir damals für diesen Vorspann ausgeliehen. Ist ja super geil gewesen, mit dem Ding zu fahren. Ich bin wirklich selbst damit gefahren. Ja. Es ist ein absolut cooles Auto und du sitzt da wirklich wie King Oscar drin und fährst durch die Straßen. War die Gangschaltung auch oben am Lenkrad, also richtig so mit Hebel, oder war das richtig so wie wir Deutsche? Ich glaube, die Gangschaltung war am Lenkrad. Das ja, und richtig auch mit so R1 und 2. Ja, genau, ganz genau. Ganz genau, ja, genau. Und die Anzeige war in Meilen oder in Kamera? Das weiß ich nicht mehr, ist schon zu lange her. Ja, diese Fahrzeuge finde ich nämlich ziemlich toll. Ja. Super, super Autos sind es. Ja. So, Paco. Na gut. Alles dann Gute. Tschüss. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Jo, danke schön. Tschüss. Bis dann, tschüss. Hier ist Eva und Eva ist 18. Hallo, Eva. Hallo. Hallo, Eva. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Um was geht's denn bei dir? Also es geht um einen Jungen von meiner Schule. Mhm. Und ja, blöd gesagt, er weiß halt nicht, dass ich bin. Du weißt nicht, er weiß nicht, dass du bist. Genau. Ich habe ihn, also ich kenne ihn eigentlich schon seit der Grundschule. Mhm. Und er war auch im gleichen Verein wie ich. Mhm. Und ja, er war nie besonders nett zu mir, könnte man das so sagen. Also er hat, ich bin nicht ganz schlank. Mhm. Und er hat immer dicke Murmel zu mir gesagt. Dicke Murmel? Genau. Ist nicht so nett, ne? Nee, fand ich auch nicht. Mhm. So, und ich bin halt in einem Chatroom angemeldet und habe einfach aus Neugier, da habe ich mal seinen Namen eingegeben und ich habe ihn gefunden. Mhm. Und habe ich einfach einen falschen Namen angegeben und ein falsches Foto reingestellt. Ja. Und er hat mir geantwortet. Ah. So, und seitdem, also wir unterhalten uns eigentlich relativ nett. Am Telefon? Nee, im Internet. Also ihr chattet? Genau. Ihr chattet, Und ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass er, also er hat sich total verändert und er ist auch total nett zu meinem Pseudonym. Ja. Da muss ich nochmal fragen, weil ich es noch nicht richtig verstanden habe. Er ist aber auch immer noch auf seiner Schule. Genau. Das heißt, ihr begegnet euch jeden Tag quasi? Richtig. Jetzt verstehe ich auch den Satz, er weiß nicht, dass du bist. Wie ist denn, früher hat er dicke Murmel zu dir gesagt, wie ist denn das, wenn er dich heute so sieht? Grüßt ihr oder redet ihr ein bisschen miteinander oder lauft ihr aneinander vorbei? Wir laufen total aneinander vorbei. Ihr grüßt euch gar nicht mal? Nee. Nee. Ist der eine Stufe unter dir, eine Stufe über dir oder auf der gleichen Ebene? Er ist zwei Stufen über mir. Also der nimmt dich gar nicht wahr? Nee. Er grinst sich zwar manchmal an, aber das war's auch. Und du hast jetzt nach ihm gezielt gesucht, weil du ihn toll findest? Toll finde ich, fand ihn mal toll. Ja. Weil ich habe halt gemerkt, dass ich bei ihm keine Chancen habe und von daher habe ich es einfach sein gelassen. Aber du hast es dann ja doch über diesen Weg gemacht. Das heißt, da muss ja eine Motivation hinterstecken. Welche war das? Ich wollte einfach wissen, ob er mir antwortet, weil alle anderen haben gesagt, ja, der ist total nett und zu mir war er halt so unfair. Ja. Ist da so ein bisschen Rache auch dabei, dass du ihn nirgends verarschen willst? Weil, nee. Nee, das nicht. Das überhaupt nicht. Also Rache ist nicht dabei, aber schon doch auch ein bisschen Interesse, weil du ihn schon auch attraktiv findest? Ja. Also du würdest ihn nicht von der Bettkante stoßen? Nee. Ja. So, jetzt seid ihr beide am Chatten. Genau. Und er ist nett. Total nett. Total nett. Und du hast ihm irgendwie von einer Blondine ein Foto geschickt? Nee, von einer Rothaarigen. Ich habe einfach ein Foto, das hört sich total bekloppt an, aber ich habe ein Foto aus der Bravo genommen und habe das einfach reingesetzt. Was meinst du, wie viele Leute das machen? Ihr Faker da draußen. Das machen so viele, glaube ich bestimmt. Ach du liebe Zeit. Ja, also was unterhaltet ihr euch? Über alles Mögliche. Genau. Und hat er denn nicht schon mal gesagt, lass uns mal treffen? Nee, so direkt nicht. Er hat vorher gesagt, ja, warum sieht man dich nie? Und ich habe halt, ja, die tolle Ausrede, ich habe strenge Eltern. Mhm. Hast du denn, habt ihr euch schon so, hast du gesagt, dass du in der Stadt wohnst, wo er auch wohnt? Genau. Das schon. Also er weiß, dass du irgendwie in seiner Nähe bist. Ja. Und du hast strenge Eltern und darfst nicht mal ausgehen. Genau. Mhm. So, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass er halt ein bisschen in mein Pseudonym verliebt ist. Mhm. Und
also ich habe jetzt das total schlechte Gewissen dabei. Ja, und ja. Meine Freundin sagte jetzt, oh klasse, hast du den so richtig veräppelt, und mir ist das gar nicht aufgefallen. Ich habe gedacht, so, Mann, was hast du jetzt gemacht? Mhm. Ja, man reitet sich durch so eine Fakerei unter Umständen richtig rein. Genau. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Da gibt's ja gar nichts zu diskutieren. Ja. Wie kommt man aus der Sache wieder raus? Also ich bin jetzt drauf und dran, ihm das zu sagen, aber meine Freunde raten mir total davon ab. Mhm. Weil die glauben, dass? Weil die einfach glauben, dass er dann sauer auf mich wäre oder so belanglos. Aber ich habe halt, wie gesagt, total das schlechte Gewissen. Mhm. Und ich habe ihn ja so als einen total lieben Menschen kennengelernt. Mhm. Hast du eigentlich auch ein Foto von ihm erbeten? Ja. Ja, und er hat dann ein wirklich echtes Foto geschickt. Genau. Also alles, was er so bisher gesagt hat, soweit du das beurteilen kannst, ist wahr, ist stimmig. Ja. Ja. Und du hast da eine Kunstfigur entworfen. Die, genau. Ja, ist natürlich jetzt eine schwierige Situation. Ich spiele gerade so mehrere Modelle durch. Mhm. Man könnte die ganze Sache jetzt einschlafen lassen. Du meldest dich einfach nicht mehr. Ging ja, ne? Mhm. Das ginge, ne? Ja. Der hat keine Telefonnummer. Nee, der hat natürlich nichts von dir. Nee. Nee. So, du kannst es einschlafen lassen. Du kannst dich stellen. Du kannst dich outen. Ja. Du könntest es aber auch einschlafen lassen. Und versuchen, auf dem realen Wege Kontakt mit ihm zu suchen. Mhm. Und es ihm später mal sagen. Wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja, klar. Das wäre natürlich das Allerbeste, wenn er den auf realem Wege, die reale Eva, auch toll fände. Und du es ihm dann sagen würdest, pass mal auf, jetzt muss ich etwas gestehen, ich war das damals. Wäre das natürlich nicht schlecht. Das heißt, dann hättest du die Gewissheit, er mag dich auch so, wie du bist. Aber ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, das Ding wird nach hinten losgehen. Der wird wahrscheinlich erstmal sauer sein. Kann ich verstehen. Und wenn ihr jetzt schon, wenn der dich überhaupt nicht wahrnimmt und registriert, kann es wirklich durchaus sein, dass du so die reale Eva gar nicht sein Typ bist. Mhm. Und da eh nie was laufen wird. Ja. Ich meine, du kannst natürlich auch Folgendes machen. Du kannst ihm eine Mail schreiben und gestehen, dass das Ganze eine Lügerei war, und du entschuldigst dich dafür und gibst aber deine wahre Identität nicht preis und lässt die Sache dann ruhen danach. Das ginge auch noch. Mhm. Dann wärst du auch aus der Sache raus. Ja. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du es gern darauf anlegen möchtest, ne? Ob er anspringt. Was heißt darauf anlegen? Also oder, dass es dich schon interessieren würde, oder dass du sehr interessiert bist an ihm, weil du dich ein bisschen verliebt hast. Ja, das kann man irgendwie sagen, ja. Diese Vorstellung, das Ganze einschlafen zu lassen, was macht das in dir für ein Gefühl? Ich glaube, damit käme ich klar. Mhm. Mhm. Nur ich habe halt Angst, ich wohne halt in einer ziemlich kleinen Stadt. Ja. Und das totale Stadtgespräch so. Ja. Ihr verschreibt mit dem und dem und... Pass auf, dann machst du das so. Dann entschuldige dich, schreib ihm, dass das Ganze ein Spaß war, denk dir noch irgendwas auf und entschuldige dich aber wirklich und sagst, dass du das Ganze jetzt hiermit beenden möchtest. So, ja. Da ist die Sache vom Tisch. Und dann versuchst du aber, da du diesen Typ als Charakter ja offensichtlich sehr nett findest, wie du ihn kennengelernt hast, versuche einfach mit ihm Kontakt aufzunehmen, real. Denk dir irgendwas aus, dass du auf ihn triffst und dass du ihn ansprechen kannst und dass ihr euch vielleicht irgendwie kennenlernt. Mhm. Und dann wird man sehen, ob er in irgendeiner Weise Interesse an dir hat, und wenn, ist es natürlich wunderbar. Ja. Ist jetzt mal so, ich habe mir das jetzt mal gerade so ausgedacht und denke mir, dass das vielleicht gar nicht schlecht ist, es so zu machen. Vor allen Dingen, wenn es eine kleine Stadt ist und da ist viel Reederei und dann stehst du da auch ganz blöd da und das ist nicht in Ordnung, was du gemacht hast, weißt du selbst. Mhm. Ne? Du hast jemanden hinters Licht geführt, entschuldige dich dafür und gut ist. Und dann kümmere dich real um den Mann. Mhm. Wäre meine Meinung erstmal. Gut. Eva, und dann keine Lügerei mehr im Chat. Ja. Ne? Das ist das grassiert, glaube ich, wirklich so sehr. Ich glaube, es wird nirgendwo so viel gelogen wie im Internet. Und das ist irgendwie nicht gut. Ich habe das irgendwie auch nicht extra gemacht. Das war einfach so, ich habe gesehen,
also geguckt habe, gesehen, dass der online ist und habe ihm irgendwie so in einer geistigen Umnebelung geschrieben. Dann ist es halt, hat so eine Eigendynamik bekommen, ne? Genau. Ja. Gut, aber dann machen wir jetzt einen Schlussstrich drunter und dann gucken wir mal weiter, wie sich die Sache entwickelt. Ne? Okay. Eva, alles Liebe. Danke. Tschüss. Tschüss. Nathalie, auch 18 Jahre alt. Hallo Nathalie. Hallo Jürgen. Ja, hallo Nathalie. Dein Thema. Ich bin 18 Jahre, wie gesagt, und ich bin vor einem halben Jahr Mutter geworden und jetzt habe ich totale Schwierigkeiten, jemanden kennenzulernen, jemand Männliches. Wo ist denn der Vater des Kindes? Der hat sich auf gut Deutsch verpisst, weil er erfahren hat, dass ich schwanger bin. Na toll. Na toll. Wart ihr länger zusammen? Ja, ein knappes Jahr. Immerhin, ein knappes Jahr. Und das war jetzt, ich gehe mal davon aus, dass das kein Wunschkind war. Irgendwo im Kopf schon, aber es war nicht geplant. Es war nicht geplant. Ihr habt nicht ordentlich verhütet. Genau. Ja, beziehungsweise ich habe die Pille genommen, aber es ist trotzdem passiert. Ja. Und wie war seine erste Reaktion, als du gesagt hast, ja, ich bin schwanger? Ja, erstmal war er natürlich geschockt, aber hat dann gesagt, er steht zu mir. Mhm. Und dann ein paar Wochen später hieß es dann, ich wäre ihm fremd gegangen. Ach. Und dann? Ja, dann hat er sich von mir getrennt aufgrund dessen. Und seitdem hast du nichts mehr gehört von ihm? Ja, wir haben uns mal getroffen. Er hat auch mit der Kleinen rumgeschäkert und so, aber er steht nicht dazu. Also er hat die Vaterschaft auch nicht anerkannt? Genau. Mhm. Du sagst aber ganz zu mir jetzt ganz ehrlich, du bist nicht fremdgegangen? Nein, bin ich nicht. Definitiv ist er der Vater des Kindes? Ja, das weiß ich 100%. Ja, und du hast ihn beobachtet, hat das nicht ihn irgendwie doch gerührt, als er das Kind gesehen hat und mit dem Kind ein bisschen rumgeschmust hat und gespielt hat? Er meint, sie würde ihm nicht ähnlich sehen und gar nichts. Mhm. Und hast du einen Vaterschaftstest vorgeschlagen? Das wird jetzt gerichtlich angeordnet, ja. Ach so, also eine ganz üble Nummer. Ja. Eine ganz üble Nummer. Ist der Typ für dich jetzt damit auch definitiv als Partner weg vom Fenster? Ja, auf jeden Fall. Auch wenn er jetzt ankäme und sagen würde, hier, Nathalie, ich will vielleicht wieder, du nicht. Nee, auf keinen Fall. So, jetzt ist das Kind da. Aber die anderen Jungs wollen nichts von dir mehr. Genau. Wie sind deine Erfahrungen? Was hast du schon so erlebt? Ja, nichts Gutes eigentlich. Also wie reagieren die so, die Männer? Ja, sie gehen im Prinzip davon aus, dass man in einer festen Beziehung oder verheiratet ist. Oder sie meinen, sie müssten irgendwie Verantwortung übernehmen oder so. Wie viel Mal hast du jetzt schon so Misserfolgserlebnisse gehabt, dass jemand zurückweisend reagiert hat? Ja, ein, zwei Mal. Und ich kann ja auch, da ich alleinerziehend bin, nicht so oft raus. Ja. Und deswegen habe ich auch gar nicht so die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Ja. Also ein bis zwei Mal negative Erlebnisse ist noch nicht so viel natürlich. Mhm. Ja, da muss man noch ein bisschen, da musst du schon tapfer durch. Das ist so. Da gibt es auch gar nichts zu rumzudeuteln, dass du natürlich bei vielen Typen auf Distanz stößt, wenn du sagst, ich bin junge, alleinerziehende Mutter. Das ist bescheuert, aber so ist es nun mal. Mhm. Aber es gibt auch immer wieder andere Jungs und andere Männer, die auch ordentlich ticken und denen das egal ist und die vielleicht sogar so sehr große Freude an dem Kind haben. Da musst du dich einfach jetzt ein bisschen in Geduld wiegen und vor allen Dingen auch ein bisschen warten, bis die Kleine, ist ein Mädel, ne? Ja. Vielleicht ein bisschen größer ist und auch mal jemand anders auf sie aufpassen kann und dass du da dann auch wieder auf die Piste gehst. Ich glaube, das ist eine Frage jetzt, da musst du einfach durch. Die Situation ist für dich schwieriger geworden, das ist so, kann man nicht schön reden. Aber das wird sich schon fügen, bin ich ganz sicher. Ja, ich habe es jetzt auch übers Internet versucht, über eine Partnerbörse und so, aber da sind immer nur Männer, die irgendwie nur Bettgeschichten oder so machen. Ja, klar. Ja, das ist so. Und das Problem ist natürlich, du musst letztendlich raus und persönlich Leute kennenlernen, du musst unter Menschen und aber das braucht seine Zeit halt auch. Das geht nicht so schnell. Ja. Und wie gesagt, zwei Misserfolgserlebnisse ist noch gar nichts. Ist noch gar nichts. Wenn wir jetzt über 20 Misserfolgserlebnisse sprechen würden, das wäre schon härter. Ja. Ich muss einfach sagen, da musst du jetzt durch. Ja. Aber du darfst dich vor allen Dingen nicht hängen lassen und sagen, ach, die Welt ist so schlecht zu mir und die Männer sind schlecht. Das bringt auch nichts. Man muss einfach vorangehen. Ne? Nur durch Handeln kann auch was passieren. Ja, gut. Meine Liebe, alles Gute und toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Diana. Hallo, Diana. Ja, hallo, Domian. Ja, du bist 32 Jahre alt, stimmt's? Ja, das stimmt. Um was geht's bei dir?
Ja, also ich habe folgendes Problem, und zwar ein riesengroßes Problem. Ich lebe in einer Beziehung zusammen, in einer 10-jährigen, muss ich dazu sagen, wo mein Partner trinkt. Dein Partner trinkt? Ja. Ihr seid nicht verheiratet? Nein, wir sind nicht verheiratet. Habt ihr Kinder? Nein, auch nicht. Mhm. Seit wann trinkt dann dein Partner? Eigentlich schon von Anfang an. Mhm. Und ich muss dazu sagen, wir waren im vorigen Jahr getrennt dadurch. Mhm. Ja, dann hat er gemerkt, dass er mich sehr dolle liebt, hat mich wieder zurückerobert. Und nun sind wir wieder seit, also im vorigen Jahr Februar waren wir getrennt. Und seit Juni leben wir wieder zusammen. Und Letzten Jahres? Ja, genau. Ja. Mhm. Und ich muss dazu sagen, er hat sich wirklich sehr am Riemen gehalten, er hat wirklich nicht getrunken mehr. Mhm. Lass mich mal fragen, wie hat er dich zurückerobert? Ja, mit liebe, nette Worte, mit Geschenke. Nur mit Geschenken und mit Worten? Oder hat er dir auch irgendetwas versprochen? Und er hat mir auch wirklich versprochen, er trinkt nichts mehr, definitiv. Mhm. Und es war auch wirklich so gewesen, dass ich auch das gesehen habe. Ja. Und jetzt wohne ich wieder mit ihm zusammen. Mhm. Und nun muss ich irgendwie feststellen, dass er wahrscheinlich wieder zurückgegriffen hat zum Trinken. Wie bemerkst du das? An seiner Wortwahl, also indem er ein bisschen frech wird, mir gegenüber. Ist er auch früher, wenn er betrunken war, gewalttätig gewesen? Nein, das nicht. Das nicht. Und jetzt am Wochenende war es wieder sehr extrem gewesen, wo ich das gemerkt habe. Also er macht es nicht offiziell. Ich denke mal, das wird er auch heimlich machen. Und er hat ihm ich habe ihn direkt darauf angesprochen, ich habe gefragt, ob er was trinkt oder ob er was getrunken hat am Sonnabend. Und er hat gesagt, wenn ich so weitermache und nicht aufhöre damit, dann wird er sich wahrscheinlich trennen von mir wieder. Aha, also er ist empört darüber, dass du ihm das unterstellst. Ja, genau, genau. Aber weißt du, wenn du 10 Jahre mit jemandem zusammen warst und der so eine Alkoholikerkarriere hat, dann merkt man das doch, ob jemand besoffen ist. Und man merkt es an der Fahne, man merkt es daran, wie der redet, wie der drauf ist. Ja. Mich wundert, dass du unsicher bist. Ja, und ich muss sagen, seit dem Wochenende bin ich sehr enttäuscht darüber, weil er mir das damals versprochen hat und ich auch wieder deswegen zurückgegangen bin, weil ich ihn ja auch deswegen auch eigentlich, Ja, also gehst du davon aus, dass er wirklich getrunken hat? Ja. Das ist für dich gar keine Frage, nur er streitet es ab. Ja, ist für mich keine Frage. Und wo hat er getrunken? War er in der Kneipe oder? Nein, also er fährt dann weg, also er sucht sich dann zur Arbeit ein bisschen in der Garage und so, und da hat er immer was zu tun, und da ist er dann meistens so 2-3 Stunden weg, Wochenende, Sonnabend. Ja, und dann kommt er wieder und dann merke ich das halt, ne, am Sprechen. Wie, und er trinkt dann alleine beim Arbeiten in der Garage? Ja. Ach, und was trinkt er da? Ja, ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen, ob er Bier trinkt oder Wein trinkt. Das riecht man doch, auch wenn jemand Also. Was hat er denn vorher getrunken, hauptsächlich? Also hauptsächlich waren es nur Bier. Es war nur Bier. Also Wochenende hat eine Kiste Bier überhaupt nicht gereicht. Das wollte ich gerade fragen, wie viel er vorher, bevor ihr euch getrennt habt, so getrunken hat. Am Wochenende hat eine Kiste Bier nicht gereicht. Nein. Hat er abends von der Arbeit kam auch getrunken? Nein, das nicht. Nur an freien Tagen, Wochenenden und urlaubmäßig. Oder wenn er krank war. Und wenn er dann getrunken hatte, wie hat er sich dir gegenüber verhalten? Ja, sehr frech. Also ist mir sehr gegenüber sehr ausfallend geworden. Das heißt, es gab dann immer wieder Streitereien und Spannungen zwischen euch? Ja. Und sehr viele Beleidigungen auch mir gegenüber. Und was für Beleidigungen zum Beispiel? Ja, guck dich doch mal an, wie fett du bist. Dann war ich depressiv gewesen und verwirrt. Also all diese Sachen, ne? Und ja. Und das ging wirklich 10 Jahre, also die ganze Zeit, während ihr zusammen seid. Ja. Wurde es auch noch ein bisschen schlimmer am Ende oder war es irgendwie? Ja, deswegen habe ich mich ja dann getrennt. Also ich muss dazu sagen, er hat Arbeit und hat sich in der Zwischenzeit sein Bein gebrochen gehabt, und da war er natürlich krankgeschrieben gewesen, war zu Hause gewesen 6-7 Wochen, und in dieser Zeit hat sich das so extrem hochgespielt mit dem Trinken. Ja. Wo ich dann gesagt habe, ich mache das nicht mehr mit und ich trenne mich. Ne? Ist er denn ein Trinker, ein Alkoholiker, damals gewesen zumindest, der es zugibt, der sagt, ich bin Alkoholiker?
damals hatte zugegeben. Also er hat zu mir gesagt, ja, er hat mir viel Leid angetan. Mhm. Er hat getrunken und das hatte mir dann auch gesagt, wie viel er getrunken hat. Und das ist ein Unterschied, ob jemand sagt, ja, ich trinke oder ob jemand sagt, ich bin Alkoholiker. Ja, ja. Hat er gesagt, ich bin Alkoholiker? Das hat er nicht gesagt. Ah, da haben wir es. Das ist immer, ich finde, das ist immer ein ganz großer Schritt, wenn jemand von sich aus schon zumindest sagt, ich bin Alkoholiker. Das ist der erste Schritt zur Selbsthilfe. Ja. Aber solange das noch abgestritten wird, hat der Mutter, ich trinke ganz gerne mal einen. Ja. Und ich habe das im Griff und ich kann wieder aufhören. Dann ist alles noch sehr schlimm. Dann ist alles sehr schlimm. Als du dann gegangen bist, wie hat er da, war er da bestürzt oder hat er versucht, dich zurück? Ja, auf jeden Fall. Also es war dann auch ganz schlimm gewesen. Er ist dann immer zu meiner Mutter gerannt und auch immer wieder zu mir. Und und dann habe ich das halt gemerkt, dass er hat sich auch wirklich geändert. Mhm. Und dann kamen die Versprechen, die du gerade erzählt hast. Und dann hast du gesagt, okay, dann gebe ich dir nochmal eine Chance. Ja, genau. Er hat infolgedessen auch nie irgendwie psychologische oder ärztliche Hilfe in Anspruch genommen. Gar nicht. Nein, eben nicht. So, jetzt ist das einmal am Wochenende dir aufgefallen. Ja, also eigentlich schon mehrmals. Ach so, mehrmals schon? Ja, schon mehrmals. Also jetzt nicht nur dieses Wochenende, es geht schon eigentlich seit Januar wieder. Und du hast Angst, dass jetzt die ganze alte Mühle wieder losgeht und im Prinzip alles umsonst war und... Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schlimm bei Alkoholikern, Diana. Ich meine, das muss ich dir nicht erzählen, dass man dadurch durch Einwirken und Reden und so fast überhaupt gar nichts unternehmen kann. Derjenige muss das immer erst selbst kapieren und wahrscheinlich manchmal erst so tief in der Gosse liegen, bevor er wach wird, was mit ihm los ist. Ja, das stimmt. Mhm. Und dein Leben ist dadurch natürlich jetzt wieder sehr belastet und du hast Angst, ne? Ich habe totale Angst, na klar. Mhm. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich ihn überhaupt nicht liebe. Mhm. Ich meine, er ist ein ganz lieber Hund und auch so, wenn er nichts getrunken hat, auch in der Woche. Mhm. Aber dann kommt das Wochenende, wovor ich auch panische Angst habe. Mhm. Ja. Naja, und dann. Trinkt er denn eigentlich auch in Gesellschaft mit anderen Männern zusammen zum Beispiel? Nein, das nicht. Aber wenn wir jetzt auf Geburtstag sind oder so, dann trinkt er mal ein Glas Wein oder mal zwei Gläser Wein. Mhm. Heißt sich dann immer noch zusammen. Ja. Ja, aber dann eben, wenn er alleine ist, weil ich dann ihn erinnere, ich sage dann immer, denkst du dran, dass du auch mal fährst noch? Ja. Ja, okay, ja, mach ich. So, aber dann so wie irgendwie was Freies ist. Dann. Aber das ist ja wirklich ganz irre, die Vorstellung, da geht jemand in die Garage oder in den Keller und kippt sich da schnell ein paar Bier rein, um den Pegel zu kriegen und geht dann wieder in die Wohnung. Ja. Der trinkt auch nie bei euch in der Wohnung in deiner Anwesenheit. Nein, immer nur woanders, also da, wo es keiner sieht. Ne? Wenn du sagst, wenn er nüchtern ist, ist er zugänglich und es ist ein netter Typ. Ja. Könntest du dir vorstellen, dass du ihn bewegst, zusammen mit dir zu einer Beratungsstelle zu gehen? Das würde er nie machen. Nee, das würde er nie machen. Das habe ich ja schon damals immer versucht. Mhm. Also ich meine jetzt gar nicht zu einer Suchtberatungsstelle, sondern erstmal zu einer Paarberatungsstelle. Eben nicht. Das würde er nicht machen? Nee, das würde er nie machen. Ich denke mal... Warum nicht? Hat er das begründet? Ja, er meint, er trinkt halt nicht, ne? Das ist ja das Problem. Er gibt es ja nicht zu. Mhm. Und er hat Angst, dass das dann da thematisiert wird in diesem Gespräch mit einem Fachmann und dass er dann blöd dasteht. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ich glaube, es wird zwangsläufig darauf hinauslaufen, Diana, dass du, wenn es sich nicht bessert und wenn er wirklich von sich aus nichts unternimmt, dass du nochmal gehen musst. Davor habe ich panische Angst. Mhm. Mhm. Damit der wirklich wachgerüttelt wird, dass das so nicht geht. Ja. Und dass du kannst ihm ja sagen, dass du ihn liebst und dass er für dich ein wichtiger Mensch ist. Ist so, ne? Ja. Aber dann muss er etwas unternehmen. Und das kannst du so nicht aushalten. Nee. Und du bist bereit, ihm eine... Du hast ihm ja jetzt schon eine Chance gegeben. Ich hab ihn ja, ja. Und du bist bereit, ihm nochmal eine Chance zu geben, wenn er wirklich was macht und wenn er was unternimmt. Aber nicht so weiter das Ganze laufen lässt, wie es jetzt läuft. Ja. Du liebst ihn noch. Ja, natürlich. Mhm. Er dich auch. Ja. So, dann musst du ihm sagen, dass er das für eure Liebe tun muss. Ja. Und wenn er das nicht tut, dann geh. Mhm. Weil ich glaube, das ist eine endlose Geschichte. Und ich meine, du hast es ja nun auch schon endlos erlebt. Du hast es in allen Facetten erlebt schon. Ja. Und vielleicht wird es jetzt noch wieder schlimmer und es schraubt sich noch höher. Ja. Liebe Diane, die Sendung ist gleich rum. Ja, ich merke schon. Das wäre mein Rat und meine Einstellung, meine Meinung dazu.
Ja, okay. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Gut, ich danke dir, ne? Dankeschön, auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Tschüssi. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Michael Verhoeven. Morgen sind wir wieder da, gibt's wieder eine Sendung. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.